Tag zusammen, Glück auf und frisch auf bei Potternander. Tja, was soll ich sagen, die Technik hat mich verlassen. Ich wollte euch eigentlich ein Hochglanzvideo mit 1A Soundqualität liefern von unserer Traumtour heute am Sonntagnachmittag durch das Öftertal über den Isenbügel, ja, auf Teilen des Kettwiger Panoramasteigs, mit Teilen des Neanderlandsteigs. Und wie ihr seht, ich bin hier überhaupt nicht synchron mit dem Ton. Was soll ich sagen? Ich habe die tollste Ausrüstung installiert, getestet, keine Einstellung verändert. Offensichtlich lag bei meiner GoPro mit dem Media Mod in Verbindung mit den Rode Wireless Go und Lavalier Mikrofonen ein Software-Bug vor. Tja, und so quassel ich hier einfach mal drüber. Ihr seht, wir sind gerade losgelaufen. Ich wollte euch eigentlich super freudig begrüßen. Hab da meine Dönekes gemacht. Wir laufen da gerade lang und der Martin und ich, wir freuen uns, dass wir da Teile, ach große Teile des Weges wiedererkannt haben. Die Anni winkt uns gerade zu. Hallo! Und hier kommt der Martin. Wir haben jede Menge Klamauk gemacht. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie wir im Oktober, November letzten Jahres den Kettwiger Panoramasteig gemacht haben und sind auch hier, genau hier entlang gekommen, wo alles in Blüte stand. Und so laufen wir jetzt, tja, an einem wunderschönen Sonntagnachmittag wieder hier entlang. Und ich habe mindestens wieder genauso viel Spaß. Ja, die beiden sind schon vorgelaufen, wie man sieht. Ja, ich wollte hier, ich habe ja alles kommentiert, gefilmt, drüber gequatscht. Und da breche ich gerade aus, weil ich habe eine Hütte, eine Holzhütte da hinten gesehen. Wie man sie so viel in letzter Zeit in den Wäldern findet. Und jetzt habe ich mir mal die Muße genommen und wollte euch eigentlich damit hineinführen und das auch kommentieren. Ja, machen wir halt so. Ich finde diese Hütten wirklich super stark. Wer auch immer sich diese Mühe da gibt oder macht, ich finde das Hammer. Ich komme da mit meinen knapp 1,83 m rein, kann da fast aufrecht stehen. Das sieht super aus hier, wie so ein Tipi. Also ich hätte da größte Lust drin, so einen Overnighter zu machen. Und da laufen wir auch schon weiter den Weg. Und hier, tja, ich muss das aus dem Gedächtnisprotokoll zitieren. Hier habe ich das Gefühl, dass meine Wanderkameraden mich überhaupt nicht ernst nehmen. Die machen da ihr Quatsch mit mir einfach und verulken mich da. Ja, hier, der Neanderlandsteig. Ach, herrlich. So, und da äußere ich gerade meine Bedenken und noch freue ich mich. Gleich kommt die Anni von hinten und ich weiß gar nicht, was sie da gesagt hat. Aber die verkohlen mich da. Verdammt nochmal, dass der Ton auch nicht mitgeschnitten wurde. Das ärgert mich echt maßlos. Und ja, der Martin, der pflichtet mir da gerade bei. Nee, der hat da irgendeinen philosophischen Spruch von sich gegeben. So, Time Warp Aufnahme und hier ist die Anni. Ja. Inkognito wollte sie sein. Da kommt auch schon die erste Steigung. Ein wenig matschig. Rutschig. Der Martin überlegt, ob er da noch drüber hüpfen will. Ja, wir sind richtig. Ich liebe diesen Wanderweg einfach. So, und da keuchen wir dann das erste Mal auch schon hoch. Vorneweg die Anni. Ja, ich weiß auch nicht, wie die das macht. Die rennt da hoch und ich höre die noch niemals atmen. Dafür mich umso lauter, wie gut dass der Ton hier nicht mit rübergekommen ist. Wirklich, wirklich äußerst schade. Da hat man wirklich tolles Equipment und erweitert seine GoPro Hero 8 um einen Rahmen, wo man externe Mikrofone anschließen kann und Licht und LCD-Bildschirm. Und was soll ich sagen, es liegt da offensichtlich ein Software-Bug vor. Also die wird immer mal wieder wird dieser Media-Mod-Rahmen nicht erkannt und die Einstellungen fliegen einfach raus. Ich habe es vorher noch getestet
ob die externen Mikrofone aktiv sind, habe nichts verändert, einfach dann vor Ort losgefilmt, so wie ich mich zu Hause überzeugt habe. Ja. Drauf verlassen und das ist das Ergebnis. Römerstal. Also das war wirklich ein traumhafter, wirklich traumhafter Nachmittag. Fast schon zu warm angezogen. 5 Grad waren es heute Morgen um 9 Uhr und ruckzuck hat man 10, 11, 12 Grad gehabt. Und wir begeben uns da durchs Öftertal. Ja, hier wäre wirklich schön, das Wasser plätschern zu hören. Dieser, ja, Fischtreppe, glaube ich. Und ich freue mich, da neue Wanderkameraden zu sehen. Da geht mir wirklich das Herzchen auf. Die Pfiffis da auf der Weide richtig schön. Und da weiter hinten. Ja, ich wollte euch einfach mitteilen, dass wir immer noch im Ruhrgebiet sind und ich das gar nicht glauben kann, wie schön das da ist. Ja, ich bin ja immer super begeistert. Ich kriege den Wortlaut nicht mehr mit. Ich quatsch halt einfach drüber hier wie im Gedächtnisprotokoll. Ja, und da stehen sie, die Damen und Herren. Und da war weiter hinten ganz besonders tolles. Das war gescheckt, ja nicht die Anni. Und das hat sich da gesuhlt und gewälzt und abgeschnaubt, das war herrlich. Ja, wir gehen auch schon weiter auf, ja, Reiterwegen, Wanderwegen. Ja, das vermischt sich da alles. Relativ viele Mitwanderer auch. Je später es natürlich wird, Wegefotos in the making. Ja, und da sind wir auch schon beim letzten Mal fast dran vorbeigekommen. Hier machen wir gerade Pause. Die Bänke waren ja alle belegt. Ja, super, direkt den Hintern zum Bild halten. Ja, wir waren ja bestens ausgerüstet. Mit Heißwasser, mit Tee, mit Kaffee. Brote, Wurst. Ja, und selbstverständlich. Ja, ich brauchte das, ich hätte wirklich meinen Klapphocker mitnehmen sollen. Aber wir haben einfach die Naturbank genommen. Sitzkissen drunter. Da, der Martin hat es schon dabei. Und dann kann man sich halt schmecken lassen, ne? Und wir haben alles so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Müll oder Unrat gibt es bei uns nicht. Wir haben unsere eigenen Müllsäcke dabei. Von daher möchte ich auch meine Hinterlassenschaften niemanden zumuten, die für mich wegzuräumen. So. Ah, erstmal hinsetzen. Teechen. Kräutertee. 8 Kräutertee mit Agavendicksaft, sage ich da. Immer noch im Glauben, mein Mikrofon wäre an. Ja, wohin damit? Es fehlt der Klapptisch. Und so geht das jetzt noch weiter, bis es irgendwo einen Zeitraffer gibt. Das können wir ja mal überspringen. An dieser Stelle blende ich vielleicht mal Musik ein. Aber da geht es auch gleich schon weiter. Allzu lange sollte man ja gar nicht sitzen, das wirft einen ja nur um Längen zurück, ne? Pausen. Wird man nur träge von. Siehst du, deswegen stehe ich auch gerade schon wieder auf. Ja, so ist besser. Ordentlich Zeitraffer. Ja, wirklich malerisch da hinten am Isenbügel, Öftertal, Passberg da hinten die Ecke. Ja, das ist wirklich ganz wunderschön. Und zu Recht hat irgendjemand diese Tour auch als Auenland beschrieben. Und ein anderer Kollege, der sagt, Öfte ist Töfte. Da kann ich nur beipflichten. Ich ärgere mich ja immer noch ein kleines bisschen, dass ich nicht die andere Kamera mitgenommen habe, die 360-Grad-Kamera. Ach, da willst du mal mit weniger Gepäck los. Naja, da hat man sich extra mit dem Mikrofon ausgestattet. Ah, ich bin wirklich enttäuscht und ärgere mich da ein bisschen drüber. Kann man nichts ändern. Da waren wirklich schöne Dialoge dabei, schöne Stimmungen und ach, wir haben einfach Spaß gehabt zusammen, viel gelacht und rumgekaspert. Das war wirklich ein herrlicher Tag.
Ja, weiterlaufen. Richtig. Waren wirklich viele tolle Momente und ja, das haben natürlich auch etliche andere Leute ebenso gesehen, die leider Gottes auch an vielen Orten versucht haben, diesen Rundweg anzufahren und an den unmöglichsten Stellen parken wollten. Da hinten sieht man eine große Lungenfachklinik auf dem Berg. So, aber wir haben einen guten Startpunkt gefunden, konnten problemlos morgens um 10:30 Uhr das Auto abstellen. Hinterher war prügelvoll. So, hier seht ihr mich, wie ich schwitze und schnaufe und keuche. Und jetzt bin ich natürlich wieder froh, dass da kein echter Ton drüber liegt. Der Martin, der tritt schon fast auf seine Zunge. Die Annie rennt irgendwo da vorne. Das war wirklich eine schweinelange Steigung. Wirklich. Trotzdem hat sich jeder Meter da gelohnt. Man macht das ja auch irgendwo gerne. Und ich weiß ja, was mich da erwartet hat. Erstmal natürlich die Annie. Aber auch solche Panoramen. Ein wirklich wahnsinnig toller Ausblick. Das ist wie im Allgäu. Und natürlich, wer kennt diesen Traumausblick nicht? Das ist Kettwig. Die Ruhr. Mintaler Brücke. Da stehen nicht zu Unrecht drei Ruhebänke und die sind natürlich ordentlich belegt. Ne? Das ist ein Knotenpunkt. Wer will denn da nicht gerne sein? Guckt euch das mal an. Das ist der Hammer. Ja, Heimatkunde. Kann ich immer nur wieder. Ja, richtig. Kann ich immer nur wieder betonen. Wie pittoresk das eigentlich ist. Und ich will hier eigentlich wieder nur meiner Begeisterung Ausdruck verleihen. Ja, guckt euch das an. Lauft am besten dahin. Super gut. Das war auch der zweite Aussichtspunkt auf dem Kettwiger Panoramasteig. Wirklich auch ein Highlight da auf der Südseite. Dieser Wald hier, den finde ich großartig. Erstmal ist das Licht toll, der Baumbewuchs ist klasse. Das ist ähnlich wie im Herbst fast. Damals waren, ja, der Martin, damals waren die Blätter noch nicht ganz weg und jetzt sind sie noch nicht ganz da. Natürlich, wir haben, was fehlt, noch kein Vorbeilaufvideo gemacht. Hier kommt es. Da, Rempelein, Schubserein. Alberein, ja. Im 10-Kilo-Rucksack auch noch tänzelnd unterwegs. Ja, wir hatten echt irre Spaß. Und da das Zeichen der Kettwiger. Panoramasteig. Und jetzt kommen wir auch schon fast zum Fazit, zum Resümee. Ja, was soll ich sagen? Nur Positives, ne? Wie schön das war. Das Wetter, der Ausblick, die Landschaft, wie voll es doch auch war. Aber klar, man will das ja auch, das muss man einfach teilen, ne? Ach, ich werde den einfach nochmal laufen. Mit Kamera, die auch Ton hat. Ja, das Schöne ist, ich habe mir ein Ersatzteil da nochmal, oder dass dieses Teil mir nochmal kostenlos zugesandt wird. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen kann, ob ich eine andere Kamera nehme oder ein anderes, ja, eine andere Möglichkeit, ein externes Audio, einen externen Audiorekorder habe ich hier auch noch. Ich weiß nicht, wie ich das am allerbesten ja, umsetze, um auch einen anständigen Ton hinzukriegen, aber das war wirklich bitter enttäuschend. Wie gesagt, macht es gut, Freunde. Ich verabschiede mich hier schon. Vergesst das Rausgehen nicht. Und die Anni winkt auch, der Martin winkt auch. Wir hatten Spaß. Macht es gut. Bleibt gesund.